Wir machen heute frisches Pesto, während wir die Nudeln kochen. Also in unter 10 Minuten. Wir fangen an, indem wir Pinienkerne rösten. Dann zupfen wir ein wenig Basilikum. Basilikum ist im Glas, jetzt geben wir ordentlich Olivenöl dazu. Wirklich jede Menge Olivenöl, darauf basiert das Pesto. Und wir mixen das schon mal durch. Machen wir eine halbe Zehe Knoblauch. Ich fange schon mal an, Käse zu reiben. Dafür werden wir gleich jede Menge brauchen. Parmesan und ein bisschen Pecorino. Es tut aber auch eins von beiden. Unsere Pinienkerne sind angeröstet. Die geben wir jetzt vorsichtig dazu. Zack. Das nur ein bisschen zerstoßen, sodass sie noch ein bisschen stückig sind. Also heben wir unseren Käse drunter. Brauchen wir auf jeden Fall noch mal jede Menge Öl. 7 Minuten 30. Jetzt gucke ich, wie viel ich noch aufräumen kann. Einfach alles nach hinten werfen. Okay, sieht schon wieder viel besser aus. Und 10 Minuten vorbei, Nudeln abschütten, Pesto drüber und vermengen. Also überlegt euch beim nächsten Mal zweimal, ob ihr ein Glas Pesto aufmacht, denn